So, Hallihallo, Original Ole ist online und ihr seht hier was Wunderschönes. Ja, ich möchte jetzt so in loser Reihenfolge immer mal so ein paar Schiffchen vorstellen. Ich habe beschlossen, mich mal auf die Zerstörerreihe zu werfen. Bitte bedenkt, ganz wichtig. Ich möchte mit diesem YouTube-Kanal kein Geld verdienen. Ich mache keine Werbung für irgendwas. Ich bin nicht beeinflusst. Ich fahre die Schiffe so, wie ich mag. Ich habe nur 48% Winrate. Das ist mir auch völlig egal, weil ich spiele das Spiel, weil es mir Spaß macht. Und alles andere ist mir völlig Latte. Ja, wir fangen mit der Halland an. Wir machen einfach mal die Zerstörerreihe. Die Halland, ihr seht schon. Ein wunderschönes Schiff, sehr modern, eines auch der neuesten Schiffe überhaupt in World of Warships. Nur noch zwei Geschütze mit zwei Rohren, dafür aber allerdings sehr schnellfeuerfähig. Extremst gute Torps, also schnelle Torps, 90 Knoten, 50 Kilometer Reichweite, allerdings machen sie nicht allzu viel Schaden. Wenn ihr perfekt trefft, 10.700, das ist kein Burner. Dafür sind sie allerdings auch in 90 Sekunden wieder nachgeladen. Darf man nicht vergessen. Artillerie, wie gesagt, 27, 29 ist somit das Höchste. Ist also definitiv nicht schlecht. Wir feuern alle 2 Sekunden eine komplette Salve raus. Was wir haben, und das ist ganz böse für die Flugzeugträger-Spieler, eine Mörderflugabwehr. Das mag wirklich kein Flugzeugträger. Wenn wir dann auch noch das Allheilmittel dazuschalten, ja. Wir haben definitiv keinen Nebel und das machen wir durch Geschwindigkeit gut und Verborgenheit. Verborgenheit mit 6 Kilometern nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Und wir fahren 35 Knoten Grund und ich glaube so um die 42 Knoten mit Boost. Dementsprechend, ja, schönes Schiff. Aber ohne Nebel muss man spielen können und ja, im Gegensatz zu den Franzosen, die man sowieso ja als Ballerbuden spielt, ist das hier eher so eine Mischung aus allem. Und eigentlich spielt man sie eher auf Taubs, weil 50 Kilometer und die Franzosen haben selbst beim höchsten ja nur 8 Kilometer, glaube ich. Bevor ich jetzt was Falsches sage, gucken wir kurz nach, aber ich glaube, selbst der größte Zerstörer, die Kleber hat auch nur 8 Kilometer, ja. Bringt einen nicht wirklich weiter. Ist also im Nahkampf ziemlich gut, aber auf weite Entfernung eher unbräuchbar. Ja, Ausrüstung wie folgt: natürlich Geschütze, Reparaturmannschaften, geschützte Drehung soll schnell gehen, nochmal Reparaturmannschaften, Tarnsystem und Feuerladeanlagen, um noch ein bisschen weiter zu schießen. Verbrauchsmaterialien, ja, schöne, dankenswerterweise Reparaturmannschaften dabei. Speed Boost und die verstärkte Flugabwehr. Schöne Sache, macht wie gesagt Laune, muss man mögen. Das hier ist, denke ich, auf jedem Zerstörer oder auf jedem Schiff eigentlich Pflicht, ne? Sollte man nie vergessen. Ja, Kapitän wie folgt geskillt. Ich habe auch den besseren Kapitän, den besseren, wie gesagt, der hier zum Beispiel Experte für Torpedobewaffnung hat, Ladezeit schon minus 5%. Wir haben noch bessere Flakgeschütze. Wir haben eine Breitflagge, die brauchen wir nicht wirklich. Farbige Geschossspuren, ja, kann man sagen, ist toll. Und wir kriegen hier so ein Signal, wenn wir was ganz Tolles erreicht haben. Ja, Ausfälle geskillt, Wassereinbruch geskillt, flinke Aale geskillt nochmal und nochmal Ladezeit geskillt. Zusätzlich haben wir noch den Adrenalinrausch geskillt, wir haben noch die Verbrauchsmaterialien geskillt, die Haltbarkeit und auch wieder den Tarnwert. Ja, und damit gehen wir jetzt auf die Reise. Wir gehen in Zufallsgefecht. Man könnte sie natürlich noch besser in einem Koop-Gefecht vorführen, aber wir wollen ja am echten Herzen operieren und nicht an einem Kunstherzen. Gell? Södele, Hallandus, 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 Annapolis ist ein ganz gefährliches Gegenüber. Jetzt haben wir ein massives, also ein ziemlich großes Problem. Wir haben einmal Radar, zweimal Radar. Ob die Radar hat, weiß ich gar nicht, die Annapolis. Annapolis, keine Ahnung, ja.
Zerstörer sind in Ordnung, die Gearing ist böse, die Z46 sehe ich nicht als Problem und die Kita-Kase auch nicht. Dementsprechend ja. Let's go and do the Musi. Wir haben keine Flugzeugträger, was uns das Ganze schon mal wesentlich einfacher macht. Wir haben einen Mix aus 10ern und 9ern. Und bitte, ich werde auch, sollte ich jetzt eine ganz schlechte Runde hinlegen, auch die veröffentlichen. Ja, und wenn die Yamato dann vielleicht auch mit herkommt, dann haben wir vielleicht noch eine realistische Chance. Schade, dass so unsere Kreuzer alle irgendwie mittig angeordnet sind. Das Problem ist jetzt wirklich, wenn ich jetzt in Cap reinfahre, werde ich das Problem haben, dass man mich frühzeitig aufdeckt. Ah, meine Annapolis ist auch hier. Dass man mich frühzeitig aufdeckt. Und ich kann jetzt der Annapolis zum Beispiel eben halt kein Nebel geben. Das ist ja halt mein größtes Problem. So haben wir auf der Gegenseite irgendwie was. Nee, nichts, wo wir. Nichts, was irgendwie Dings hätte. Hier Flugzeuge, vor denen ich Angst haben müsste. Warum die Izumo jetzt so fährt, weiß keiner so genau. Es wäre vielleicht einfach sinnvoll, wenn wir hier mal ein bisschen was machen würden. Die Izumo dreht gerade rein, weil die Yamato ihr gesagt hat, hey du Spinner du. Na? Ich werde jetzt aber erstmal weiterfahren, weil, wie gesagt, ich ahne, was passieren wird. Wir toppen hier einfach mal rein. Einfach nur so zum Spaß. So, ich habe das erste Schiff aufgedeckt. Ich werde jetzt noch nicht, wie gesagt, in Cap fahren. Das Risiko werde ich definitiv nicht eingehen. Er capt auch schon A. Da kommt irgendwas. Die Nevsky. Da ist der Kurfürst. Die Nevsky werde ich nicht treffen. Ich habe irgendwas zweimal getroffen und einen Wassereinbruch verursacht. Ich würde sagen, da stand irgendjemand, der ein bisschen doof war. Ich habe 20.000 Schaden gemacht. Also fast volle Torptreffer. Das war jetzt, um nicht zu sagen, nicht besonders klug von ihm. Ne? Jetzt könnte man sich überlegen, torpe ich jetzt auf den Kurfürst, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dahin fährt, wo ich es erwarte. Torpe ich auf den da, auf die Marseille, die nur darauf wartet, dass ich torpe. Nehme ich beides. Und versuchen aber auf die Annapolis zu schießen. Ja, die Marseille will da stehen bleiben, das ist sehr schön. Das könnte für meine Torps definitiv was Gutes bedeuten. Schauen wir mal. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht schießen, weil hier steht definitiv zu viel rum, um da drauf zu schießen. Die Annapolis ist jetzt scheinbar in Will. Scheinbar die Dings fahren. Ach ne, jetzt ist sie ganz nach außen gefahren. Die hat richtig Schiss. Ja, Torp leider nicht. Doch getroffen. Aber wieder woanders. Schon wieder da. Das finde ich sehr amüsant, muss ich sagen. Das finde ich wirklich sehr, sehr amüsant. Ja, und ich würde sagen, die Marseille werden wir gleich mal. Das ist so ein typischer Team Grado Move, den er da macht. Wo will der hin? Den will ich wissen. Der will dahinter fahren. So, mal sehen. Der hat sich da reingestellt.
Mal sehen, was das wird. Ich spiele sehr passiv, das weiß ich. Aber meine Torps könnten gleich vielleicht das Restliche auslösen. Schade, nicht getroffen. Das hätte ich so gerne mal sehen. Dir ist schon bewusst, Marseille, dass ich gleich wieder da bin, ne? So, mal sehen, ob wir irgendwie Glück haben. Langsam müssen wir mal Glück haben. Da hat schon wieder die Dings, die Yugumo hat schon wieder Dings gesetzt. Nebel. Die Annapolis steht da auch. Das heißt, wir müssen theoretisch müssen wir einfach mal dahinter fahren jetzt. Und mal ein bisschen Stress machen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Ah, die Masse hat sich verpisst. So ist die Yogumo, die wir schon mal mehrfach getroffen haben. Dann setzen wir da mal ein Dings ein. Der Kurfürst parkt dahinter auch. Da können wir mal auf die Dings warten. Auf die Torps wieder. So. Wo willst du hin? So, mal sehen, ob wir dich jetzt auch welche kriegen. So, sieht relativ gleichmäßig noch aus. Wir haben zu wenig Caps, das ist unser Problem. Und Treffer. Nicht? Doch, Treffer. Wassereinbruch verursacht. Ja, so muss das. So, und jetzt werden wir einfach mal Cappen fahren. Es hilft nichts. Ich muss. Es hilft absolut nichts. Und auch wenn es wieder nur einen Torp getroffen hat, weil sich die Jungs hier so verstecken hinter dem, wie so ein paar Lappen. Jetzt fahren wir in Cap rein. Und jetzt holen wir uns den Cap. Jetzt sollten wir hier mal wegfahren, sonst könnte es für uns nämlich übel ausgehen.
Leute, schießt doch mal dieses Schiff kaputt. Concentrate fire on the designated target. Jetzt gibt es halt nur eins. Critical engine damage. Jetzt kann ich nicht mehr. Attention, reporting a target's position. Problem solved, sir. Jetzt muss ich das Risiko eingehen. Ich habe sie angezündet, sehr schön. Pech gehabt. Ja, wenn ich mich um sowas kümmern muss, dann bin ich definitiv auf Fehl am Platz. Ne? Das ist jetzt wirklich, also es ist wirklich enttäuschend, wenn ich mich als Zerstörer um sowas kümmern muss, dann bin ich definitiv Fehl am Platz. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel ausgeht. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Wir haben zu wenig Caps. Wir haben zu wenig Kills. Die Marseille wahrscheinlich hat mich mit hoher Wahrscheinlichkeit vernichtet. Die Dings haben sie immer noch nicht vernichtet. Die ist immer noch nicht aufgegangen. Tja, Pech gehabt. Boah, jetzt kommt der böse Dinger der Annapolis. Da hat sich die andere nicht wirklich Mühe gegeben mit. Das Schöne ist, die Dings brennt. Hier vorne steht irgendwo der Zerstörer. Wir cappen zum Glück tatsächlich. Der Kurfürst brennt auch gleich wieder, wenn das so weitergeht. Das ist sehr gut. Wir haben zwei Caps. Sie haben allerdings weniger Verluste als wir. Und das ist was, was wir definitiv wettmachen müssten. Ich ärgere mich die Krätze, dass ich es nicht geschafft habe, die Lyon rauszunehmen. Und die Marseille ist jetzt für die Annapolis definitiv eine ganz große Gefahr. Allerdings hat sie auch einen großen Nachteil. Wenn die Annapolis jetzt wirklich geschickt mit mit AP arbeitet, dann hat sie ein echtes Problem. Ja, der große Kurfürst brennt gleich wieder und jetzt ist für den großen Kurfürst wahrscheinlich gleich Geschichtsabend. Willkommen im nächsten Spiel, heißt es gleich. Ja, und unser Annapolis ist jetzt an den Scheiß-Torps. Ja, es ist natürlich dumm, wenn man wirklich die muss ja richtig dicht dran gewesen sein und ziemlich weit weggefahren sein. Aber wir haben hier Jungs, die wirklich alles geben und das muss man ihnen wirklich lassen. Hier gibt keiner auf. Ne? Hier sagt jeder, das Spiel gewinnen wir noch. Ne? Egal wie viel, wie wenig, wie Verluste wir haben. Unsere Annapolis ist Geschichte. Scheiße. Die Nevsky lebt auch immer noch. Die muss jetzt nur noch einmal brennen, die Marseille, dann ist Feierabend. Ja, die Nevsky ist auch tot. Sehr schön. Und jetzt haben wir realistische Chancen, definitiv. Allerdings schießt da jetzt schon wieder irgendjemand. Das ist die Gearing, schießt Torps. Die Dings gibt es gar nicht mehr. Ah, unser Groningen ist aber ein Fuchs. Und schnappt sich jetzt die Gearing. Yeah, yeah, Groning, Groning, kill it,
Kill it like Beckham. Haha. Nice. Groningen plus 100. Die kriegt erstmal einen riesengroßes Loop. Ein super Loop. Also Ruprecht steht jetzt auch noch so weit Soyos gegenüber und der Marseille. Die Marseille ist fast tot. Die Soviet Soyos leider nicht. Aber die Marseille ist bei der nächsten La- Jo, schön, dass die Groningen das so sagt. Jo. Oh, jetzt hättest du mal auf die Marseille schießen sollen, aber da kannst du hinschießen, Ruprecht, wa? Hat die Groningen eigentlich Torps? Ich weiß es gar nicht. Ein bisschen viel gelenkt. Ne, die hat keine Torps, die kann nur ballern. Problem ist aber auch, die Groningen würde massiv verlieren, wenn sie jetzt drauf schießt. Die Gefahr ist zu groß, sie spielt sehr geschickt. Sie öffnet für die Ruprecht. Sie gehen kein Risiko ein, unsere Jungs. Sehr schön. Absolut kein Risiko. Sehr schön. Jetzt geht unsere Groningen noch ein kleines Risiko ein. Vor allem, warum zur Hölle wird die Marseille jetzt unsichtbar? Was ist das für eine Kacke? Entschuldigung, aber das ist doch nun echt... naja, vielleicht war es in einem Eck, ne? Keine Ahnung. Jetzt cappen sie natürlich, jetzt müssen wir... Wir müssen theoretisch die Dings, die Marseille versenken, das hilft nichts. Auch um das, auch um den Cap zu schützen. Ach, ist das spannend. Das ist jetzt wirklich eine schöne, spannende Runde. Und ja, ich, keine Ahnung, ich wüsste gerne, ob irgendjemand sagen würde, ich habe gut gespielt oder schlecht gespielt. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass wir die Dings nicht sehen. Die ist zwar völlig hinüber. Die Marseille. Und hat auch nur einen Kill. Ja, hier ist sie. Ja, die Marseille brennt. Sehr schön. Das war das Ende für die Marseille. Bam. Und jetzt. Zack. Ja. Yeah. Und jetzt müssen wir nur noch die Sowjet-Soyuz killen. Die gerade so schön querfährt. Die Groningen muss sie anzünden, das ist ganz wichtig. Das Schöne ist, die Dings kann nicht... Oh, 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 Groningen, 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 Groningen. Ah, Groningen ist tot. Warum? Hä? Wo ist die? Achso, die ist dahinter. Ah, jetzt wird's richtig spannend. Ah, ob sie das jetzt schafft, ist die Frage. Grundlegend ist sie soweit Soyuz von den Geschützen her definitiv stärker. Und in einer Minute 15 ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie sie killt. Großer Vorteil, nur sie brennt. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Und, Alter, stell dich nicht quer! Ja! Geiles Game. Sehr geiles Game. Das war eine sehr schöne Runde. Da kriegt die Ruprecht auch nochmal ein Riesenlob. Muss man definitiv. Auch die Annapolis kriegt Lob natürlich. Die hat auch sehr gut gespielt. Von der habe ich nichts gesehen, aber sie ist über mir und dementsprechend war sie gut. Sehr schöne Runde. Wir haben sie alle vernichtet. Das gibt bei mir jetzt nicht so viel, weil ich nicht so wirklich viel Schaden gemacht habe. Ihr könnt es Angriffsfässer geben, so Teamwertung. Wie gesagt, ja.
Jetzt wollte ich nochmal gucken, wo habe ich denn jetzt... Was ist die Gearing, die ich... Die Gearing habe ich zweimal mit Torfschammer erwischt. Aber es hat nicht gereicht, um sie zu killen halt. Sehr schön. Container sammeln. Ich habe keinen Lob gekriegt. Nö, ich war nicht gut genug. Egal. Ich war nicht gut genug. Ich war ja nur auf Platz 5. Ja. Kreditpunkte plus 20% ist jetzt auch nicht so der Burner, ne? Ja, und jetzt habt ihr eine schöne Runde Halland gesehen. Eigentlich war es eine wirklich schöne Runde, da kann man definitiv nicht sagen. Ich wollte mir eben gerade noch was gucken. Wie viel habe ich nach Abzug aller Kosten? Habe ich 250.000 rausgeholt. Naja, das ist jetzt nicht der Burner, ne? Aber ich habe, glaube ich, ja auch keine plus 70, oder doch? Ja, ich hätte mehr leisten können. Wenn man sich hier mal überlegt, dass ich damit immer noch auf Platz 5 bin. Glückwunsch. Ja, und das war jetzt in loser Reihenfolge die Hallanders. Bye, bye.